Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wisst ihr eigentlich schon, dass unser LP hierzu schon 24 Stunden geht? Gerade nachgeschaut. So, wir wollten beim letzten Mal, glaube ich, den Codex einmal weiterlesen. Denn wir haben hier noch ohne Ende Blödsinn am Gucken. Genau, die müssen wir sowieso noch machen, aber nicht jetzt. Wir wollen anfangen mit... Ich habe schon gemacht, oder? Ja, bestimmt. Gut, fangen wir mit Schiffen und Fahrzeuge. Würde ich ganz einfach mal sagen. Wir machen ein bisschen was. Gucken mal, was, wie schnell es geht, wie lange das so dauert, weil wir nicht die ganzen Codex durchhaben. Und dann den ganzen anderen Kram einfach hinterherballern jeweils. Rege A61 Mantis. Sagt mir gerade nichts. Ein Bild dazu wäre schön gewesen. Der Mantis. Das Arbeitsfeld von Söldnergruppen der ganzen Galaxie ist ein zweisitziges Flugzeug, das vor allem bei Luftunterstützung eingesetzt wird. Der Mantis ist modular aufgebaut und kann zum Jäger für niedrigere Flughöhen, zum Kampfjet, zum Bomber für große Flughöhen oder sogar zu einem einstufigen Weltraumflugzeug umgerüstet werden. Das feindliche Kräfte A. Im Orbit oder in einer Station angreifen kann. Sehr vielseitig. Das Einzige, wofür der Mantis sich geeignet ist, ist der Kampfeinsatz in den Tiefen des Alls, da er nicht über einen ÜEG-Antrieb verfügt. Okay, so ein bisschen OP, wenn er das auch könnte. Der Mantis wurde 2170 erstmals gefertigt und ist heute bei dutzenden Armeen überall in der Galaxie im Einsatz. Meistens wird er bei Luftunterstützung von Bodentruppen eingesetzt. Bei einer Konfiguration mit zwei Geschützen für Inferno-PKRs und einer von vorne montierten M350 Massenbeschleunigungskanone durch seine kinetischen Barrieren, das thermale Tarnsystem und zahlreiche elektronische Gegenmaßnahmen ist der Mantis durch Bodenluftangriffe weitaus weniger angreifbar als frühere Flugzeuggenerationen. Wie die meisten modernen Fluggeräte verfügt auch der Mantis über einen Element-Zero-Kern, um die Triebwerke mit einem Masseneffektfeld zu entlasten. Dadurch kann er vertikal starten und mit einem minimalen Treibstoffverbrauch über dem Boden schweben. Seine Reichweite und seine Geschwindigkeit übertreffen die früher für derlei Zwecke eingesetzten Helikopter und Senkrechtstarter bei weitem. Ein Mantis kann beim Battle Rogue starten, innerhalb weniger Stunden nach Moskau fliegen, einen Bodenangriff durchführen und wieder nach Hause zurückkehren, ohne nachtanken zu müssen. Dann haben wir ein bisschen was zum Raumkampf. Ein bisschen viel zum Raumkampf. Gucken, wie lange diese sind. Warum sind die so lang? Gut, Raumkampf, allgemeine Taktiken. Vom Planetenoberflächen abgefeuerte Projektile fallen zur Erde zurück, sobald ihre Beschleunigung durch Schwerkraft und Widerstand aufgehoben wird. Im Weltraum haben Projektile eine unbegrenzte Reichweite. Sie fliegen so weit, bis sie auf etwas treffen. In der Praxis wird die Reichweite bestimmt durch die Geschwindigkeit und Genauigkeit des abgeschossenen Projektils und die Manövrierfähigkeit des Ziels. Ab einer bestimmten Entfernung übersteigt die Ausweichfähigkeit des kleinen Schiffes die Projektilgeschwindigkeit bei größeren Schiffen. Die Raumkämpfe mit größeren Entfernungen finden zwischen Schlachtschiffen statt. Sie haben die höchste Projektilgeschwindigkeit, aber auch die geringste Manövrierbarkeit, logischerweise. Die Feuergefechte auf kürzere Entfernungen liefern sich Fregatten und vergleichsweise langsamen Projektilen mehr aber höhere Manövrierbarkeit. Schlachtschiffkämpfe beginnen meist mit einem Artillerieduell der Hauptgeschütze auf extreme Entfernungen von Zehntausenden von Kilometern. Bei Annäherung der Flotten vermeiden es die Schiffe vom Feind die Flanke zu zeigen und versuchen weiterhin das Buggeschütz auf den Feind zu richten. Dann werden Jäger entsandt, um nach möglichen Disruptor-Torpedos abzufeuern. Eher vorsichtige Kommandanten versuchen, den Gegner mit Distanzfeuer und Jägerangriffen zu zermürben, bevor sie den Vorschuss wagen. Aggressive Kommandanten rücken vor, um ihre Kreuzer und Fregatten einsetzen zu können. Auf große Entfernung sind die Hauptgeschütze der Kreuzer sehr effektiv. Einige Abfangjäger können das Feuer auf die feindlichen Jäger, bis die Angreifer in Feuerreichweite der Guardian-Systems des Schiffs kommen. Die Schlachtschiffe feuern aus der Entfernung und werden von kleinen Schiffen gedeckt. Es liegt an den Kommandanten zu entscheiden, ob es sich auf einen Nahkampfschlacht einlassen oder sich ins ÜEG zurückziehen soll. Auf mittleren Entfernungen können Schiffe die Geschütze auf der Breitseite einsetzen. Sind die Flotten erst einmal ineinander gefahren, wird ein geordneter Rückzug schwierig. Schiffe mit beschädigten kinetischen Barrieren sind besonders anfällig für die Wolfsrudel der Fregattenflottillen, die auf der Suche nach geeigneten Zielen auf das Schlachtfeld rasen. Nur Jäger und Fregatten lassen sich auf die Nahkämpfe im Bereich von 10 Kilometern oder weniger ein.
Die Jäger können mit ihren Disruptor-Torpedos die chemischen Barrieren der feindlichen Schiffe beschädigen und dann die eigenen Fregatten angreifen zu lassen. Die Guardian-Laser sind mächtige Waffen, die angreifende einfliegende Jäger abschießen und Schiffspanzerungen verbrennen können. Die Hauptgeschütze von Schlachtschiffen und Kreuzern sind auf kurze Entfernungen ineffektiv, weil sich der Bug nicht so schnell auf die beweglichen Ziele ausrichten lässt. Auch überhitzte Antriebe können dann für zusätzliche Probleme sorgen. Angriff auf Planeten. Oh Gott, die Dinger sind so lang. Handelt es sich beim angreifenden Planeten um eine bewohnbare Gartenwelt, ist ein bedingungsloser Angriff möglich. Die Ziele der Konvention verbieten nämlich den Einsatz schwerer chemischer Waffen gegen bewohnbare Welten. Bei einem direkten Angriff würden alle Fehlschüsse einer Verteidigungsflotte vorbei an der Planetenoberfläche aufschlagen. Wenn also die Verteidigungstruppen zwischen den Planeten und den Angreifen Stellung beziehen, können sie ungehindert feuern, während die Angreifer riskieren würden, den Planeten zu treffen. Pff, wie witzig. Erfolgreiche Angriffe auf Gartenwelten hängen deshalb vor allem von möglichst genauer Aufklärung ab. Die Angreifer müssen herausfinden, wo genau sich die feindlichen Verteidigungsstellungen befinden, um von einem Winkel aus zu feuern, der nicht in Gefahr von den Kulturalscheiden bringt. Für unwirtliche Welten gilt es allerdings nicht. Das ist interessant, du kannst dich quasi diesen Planeten Ewigkeiten als Schild nutzen. Ja, und er macht nichts. Dumm. Okay. Wenn eine Verteidigungsgarnison die Kontrolle über den Orbit verloren hat, wird sie versuchen, sich zurückzuziehen. Feindliche Truppen, die den Orbit kontrollieren, können einen Planeten mit äußerer Präzision bombardieren. Äußerster. Deshalb halten sich dann auch die Verteidigungstruppen verborgen und sammeln lediglich Informationen, bis Nachschub eintrifft. Schon die Größe der meisten Planeten macht es fast unmöglich, Garnisonen auf den gesamten Planetenoberfläche zu errichten. Daher konzentriert sich die Kolonisierung selten auf mehr als ein Dutzend Gebiete. Raumhilfe, Industrieanlagen, Bevölkerungszentren werden von Bodeneinheiten geschützt. Unbewohnte Gebiete durch unbemannte Flugkörper und Aufklärungssatelliten überwacht. Automatische Flugabwehrdrohnen und Satellitenartillerie orten eindringende Feinde und schalten sie aus. Mein Gott. Angriffe Massenportale. Ich glaube, diesen ganzen Raumkampf-Krams, wobei wir müssen viel, wenn wir den alle machen. Wir gucken mal, wie weit wir den machen. Vielleicht teilen wir den einfach in zwei. Angriffe über Massenportale. Bei Angriffen über Massenportale ist vor allem die Aufteilung der Flotte entscheidend. Die Präzision eines Massenportaltransports hängt von zwei Faktoren ab. Der zu bewegenden Masse und der Entfernung. Jeder Sprung über lange Distanz oder mit großer Masse unterliegt einem Drift. Das bedeutet, dass die Schiffe hunderte oder Millionen Kilometer vom anvisierten Zielpunkt entfernt landen können. In allen möglichen Richtungen rund um das entsprechende Portal. Admiräle können nur die bewegende Masse, nicht aber die Entfernung für den Portalsprung festlegen. Wenn also festgelegt wird, dass 1 Million Tonnen bewegt werden sollen, liegt das Portal automatisch im Transitkorridor fest und transportiert zum Beispiel 4 Frachter mit jeweils 250.000 Tonnen relativ zielgenau im Zielpunkt. Ein Kommandant hat die Wahl, seine gesamte Flotte durch das Portal zu schicken und dabei zu riskieren, dass sie weit entfernt von der Zielposition wieder auftaucht. Oder aber kleine Verbände einzusetzen, die zwar näher am Angriffspunkt landen, aber weit verstreut sein können. Die konservative Kriegsführung bevorzugt die Entsendung der ganzen Flotte, um die Truppen zusammenzuhalten und das Risiko von Kollisionen zu minimieren. Eine Ausnahme für diese Strategie sind Aufteilungen der Formationen zu Blockadezwecken. Wie viel haben wir hier genau? Ja, ohne Ende eigentlich, ne? Ich würde sagen, machen wir erstmal ein bisschen Antrieben, dann zähle ich mal, wie viel wir gemacht haben. Dauer der Kämpfe. Dauer und Intensität von Raumschiffschlachten sind hauptsächlich von der Hitzeentwicklung abhängig. Durch das Abfeuern von Waffen, das Ausführen von Navigationsmanövern und den Einsatz der elektronischen Systeme an Bord produzieren die Schiffe gewaltige Mengen Hitze. Während eines Kampfes entsteht mehr Hitze, als das Schiff ableiten kann. Das ist eine ernste Gefahr für die Crew. Deswegen muss ein Kampfschiff entweder gewinnen oder sich im ÖEG zurückziehen, bevor die Hitze tödlich wird. Nach einem ÖEG-Flug hält das Schiff ein, schaltet nicht lebenswichtige Systeme ab und aktiviert die Hitzeabstrahlungssysteme. Wie lange ein Schiff kämpfen kann, hängt von seiner Bauweise und dem Ort der Schlacht ab. Kämpfe in der Kälte des tiefen interstellaren Raumes können etwas länger dauern. In der Nähe eines Sterns hingegen sind sie eher kurz. Schlachten um unbewohnte Welten, die sich normalerweise in der Nähe eines Sterns befinden, sind deshalb besonders wild. Verfolgungstaktiken.
Licht in Sonnen können Objekte nicht ordnen, die schneller in das Licht, die schneller als das Licht sind. Über interstellare Entfernungen lässt sich darum kaum ein Schiff orten. Die Ortung bei interplanetaren Entfernungen wird durch die Lichtgeschwindigkeitsverzögerung erschwert. Der Beobachter sieht Schiffe nicht dort, wo sie sind, sondern dort, wo sie waren. Als das Licht in ihrem Abbild sie verlassen, vor Minuten, Stunden oder sogar Tagen. Um den entgegenzuwirken, haben Kampfverbände stets zahlreiche Fregatten dabei, um alles, die alles scannen und absuchen. Verfolger können Schiffe nicht orten und sofort verfolgen. Stattdessen ermitteln sie, wo Objekte waren, was ihr genauer Kurs war und welche Geschwindigkeit sie hatten. Aus diesen Daten lässt sich die künftige Position des Objekts verlässlich vorhersagen. Und man kann es trotz der oben verschriebenen Verzögerungen verfolgen. Schiffe, die bei einer Verfolgung entkommen wollen, schlagen einen zufälligen Zickzack-Kurs, damit die Verfolger immer wieder anhalten müssen, eine Berechnung zu korrigieren. Wow. Antriebe. Ein massenfähiger Antriebskampf ringert die Masse des Raumzeitgefüges, in der sich das Schiff befindet. Das schafft zwar die Voraussetzung für schnelle Fortbewegung, liefert aber keine Antriebskraft. Um ausreichend Schub für einen UEG-Flug zu haben, benutzen Schiffe ihre unterliche Geschwindigkeitstriebwerke. Es gibt zahlreiche Antriebssysteme, die sich durch unterschiedliche Leistungskraft und Betriebskosten auszeichnen. Alle Schiffe haben zum Manövrieren eine Reihe von Wasserstoff-Sauerstoff-Steuertriebwerken. Ionenantriebe beschleunigen mittels eines elektronisch erzeugten Teilchenstroms. Sie sind zwar hocheffizient, bieten aber nur geringe Schubkraft. Deshalb werden sie maßgeblich für unbenannte Frachter eingesetzt. Der kommerziell verbreitete Antrieb ist der Fusionsantrieb, der aufbereitetes Plasma ausstößt. Die Beschleunigung ist sehr gut, aber die enorme Hitzeentwicklung ist nach wie vor ein Problem. Die Ressourcen für diesen Antrieb sind vergleichsweise günstig. Helium-3 findet man auf Gasriesen und Deuterium lässt sich auf Meerwasser gewinnen oder auf Kometen abbauen. Wasserstoff und Treibstoff kann ebenfalls aus Gasgigant abgeschöpft werden. Für den Kampf benötigen Militärraumschiffe einen noch effektiveren Antrieb als Fusionsantriebe. Hier werden Antiprotonen in eine Reaktionskammer mit Wasserstoff initiiert. Der dadurch ausgelöste Materie-Antimaterie-Annihilations-Effekt liefert gewaltige Mengen Schubkraft. Problem ist dabei ist die aufwendige Kraftstoffherstellung. Die Antiprotonen müssen einzeln hergestellt werden. Der Hauptteil der Antimaterieproduktion findet in großen Solarfabriken statt, um die hochenergetische Sternkreisen um den Kriegszeit präzise Ziele gelten. Machen wir so. Der Ausschuss von Fusions- und Antiprotonenantrieben sind mehrere Millionen Grad Celsius heiß. Was immer dort hineingerät, schmilzt wie Wachs unterm Feuerstrahl. Alle längeren Interstellarflüge bestehen aus zwei Phasen, Beschleunigung und Verzögerung. Die Raumschiffe beschleunigen exakt bis zur Hälfte der Entfernung des Ziels, wenden um 180 Grad, setzen dann die Antriebe in die entgegengesetzte Richtung ein, um bis zum Zielort abzubremsen. Dabei sind die Triebwerke ständig im Betrieb. Die Höchstgeschwindigkeit wird genau die Hälfte des Flugs berechnet. So. Ich würde sogar sagen, wir machen folgendes. Wir machen jetzt mal hier Cut mit Vorlesen. Ja, knapp eine Viertelstunde. Beim nächsten Mal, ich überlege gerade, wann wir zum nächsten Part machen wollen. Lol. Na, müsst ihr schon kotzen? Außer am nächsten Part schon machen wollen. Vor allem, weil ich mich die ganzen Raumkampftaktiken einmal komplett, naja, abschließen. Gut, Schalke könnt ihr gerne lesen. Okay. Hier ist nichts, was ich jetzt gerne lesen würde. Ist einfach die Heimat der Krogana. Haben wir schon ein paar Mal gelesen. Was eigentlich mal so eine schöne Graslandschaft gewesen war ungefähr, aber jetzt mittlerweile nuklearer Winter erscheint. Naja, man hat eben ein bisschen übertrieben da unten. Da ist ja die Mission von Morden und... Morden ist ja nicht so beliebt da. Guant nimmt auf jeden Fall mit, was am meisten Sinn ergibt. Nehmen wir erstmal Garrus mit, da gibt es ein paar lustige Dialoge. Ich weiß, ob Methoria nicht so beliebt sind. Oh, wir haben einen Vierer, das ist cool. Wir können damit quasi unsere Disruptor-Munition erweitern, was auch machen werden. Das ist meine meistgenutzte Munition. Hält an, bis mehrere Munitionsgrad eingesetzt werden.
Schaden an Schilden synthetischen Feinden 60%, ist an Schaden der Überlastung. Okay. Okay. Das ist Gruppendisruptor-Munition. Das ist nur meine. Nehmen wir nur meine. Wäre schon cool, wenn ich alleine da heftigen Damage verteilen kann. Das passt dann schon soweit. Guck mal, wer hier ist. Was habe ich dir gesagt? Stehen bleiben, Alien. Sind Sie Shepard von der Normandie? Täusche ich mich? Oder mögen mich die anderen Kroganer nicht? Es gibt gewisse Bedenken, dass ich eine Nicht-Kroganerin mitgebracht habe. Ich musste den Chief ein wenig überreden. Abgemacht ist es noch nicht. Die Leute von Ilium. Die wollen also gar nicht, dass ich hier bin? Wen interessiert schon, was die wollen? Ich will dich. Das ist alles, was zählt. Irgendjemand hat gesagt, die Widow ist im Vergleich zu Mass Effect 3 nicht die gleiche wie die Black Widow. Stimmt nicht ganz. Na klar, die Black Widow hat 3 Schuss, diese hier nur eine, aber es ist dasselbe Gewehr. Sprich, der Schaden ist dasselbe, nur dass die Black Widow deutlich effizienter ist, weil sie 3 Schüsse Einzelfeuer hat, bevor man nachladen muss. Was willst denn du? Freundlich. Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr brünftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt, was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Na, dann machen wir das mal. Eines Tages kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Erzähl sie mal. Verdammt richtig. Wir schälen ihnen die Schuppen ab und werfen sie bei lebendigem Leib den Pinejacks zum Fraß. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnard-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Was wir auch machen werden. Ach ja. Na. Das soll die großartige Heimatwelt der Krogana sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder... Ich würde mal sagen, ich gehe mal erstmal zum guten Kumpel von uns. Halt! Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Shepard, werte Freundin. Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmeier nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnard erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnard zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich.
Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Wir ganz kurz unterbrechen. Rex war natürlich einer der Leute dabei gewesen bei Mass Effect 1. Wir hatten ja die Möglichkeit gehabt, ihn auf Würmer zu erschießen, weil er ein bisschen durchgedreht ist. Haben uns dann dagegen entschieden. In den ganz kurzen ersten Part da. Klar, wenn wir nicht erschießen, dann ist er der Clanführer. Wenn wir es doch tun sollten, sitzt da logischerweise ein anderer auf den Thron. Nämlich sein Halbbruder Weave. Der wird dann in Mass Effect 3 auch noch ein bisschen was zu tun haben, aber kommen wir gleich zu. Klingt, als hätten sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Für Kroganer-Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren. Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sowas spricht sich rum. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanga zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Jetzt denkt ihr, dass wir ihn erledigt haben. Ah, okay. Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Jugend? Können wir ihn nicht einfach nach Omega bringen und ihm ein paar Tänze kaufen? Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grunt? Möchten Sie zu den Earthnut gehören? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Erdnot-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele.
Der Erdnut-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat Okir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Ich muss gehen, wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos. Tch, wie witzig. Gut, haben wir das jetzt mal gemacht. Wir haben hier auch ein paar Händler. Noch 5 Jahre bis zum Ritus, schätze ich. Ich glaube, Sie wollen nichts von meiner Ware kaufen, Mensch. Sie würde Ihnen den Magen aufreißen, als hätten Sie Messer verschluckt. Was macht Sharon so sicher? Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Erdnot sind. Außer ihn. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht die Harte. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Grünkohl kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich bin eine gute Schützin. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijacks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Gut, kleine Mini-Quest können wir auch nochmal machen. Das Kind. Mein Sohn. Wir haben gespielt. Er war gut. Schnell. Stark. Vorsicht, Mensch. Dann haben wir hier noch ein bisschen nicht was. Anfassen. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhönkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen ist wohl zu viel verlangt. Ich habe bei den Kroganern noch nie einen Mechaniker gesehen. Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Der ist ja gut gelaunt. Haben wir hier irgendetwas? Tatsache, ja, auch ein bisschen Kiosk-like. Was machen Sie denn hier drin? Reden. Wer sind Sie? Ich bin Fortek, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch. Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Habe ich doch schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Endlich versteht es mal jemand.
Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Von den Salarianern? Den Entwicklern der Genophage? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. Sehr interessant. Ja, wir machen hier beim nächsten Part weiter, würde ich sagen, und fangen dann auch mal eine Loyalitätsmission an. Ich würde sagen, die von Grunt als erstes, warum nicht? Bis zum nächsten Part dann. Tschüss.